Dieses gute Stück begleitet ihn sein ganzes Leben. Schule, Studium, Beruf. Sein Cello hat Otto Heinrich Strohmeier immer dabei. Einmal verhilft es ihm sogar zu einem Job. In den 1920er Jahren arbeitet Stroh, wie er genannt wird, als bildender Künstler. Sein Architekturstudium hat er gerade abgeschlossen, doch dann kommt die Inflation. Er hat zwar als Künstler dann sehr viel umgesetzt auch an Kunstwerken, aber das Geld ist natürlich gleich wieder weg, eben durch diese Inflation. Und hat jeder versucht, sich so einen sicheren Posten mit einem sicheren Einkommen auch zu sichern. Stroh sucht nach einem sicheren Job und findet ihn an der Technischen Hochschule München. Zufälligerweise ist dann eben an diesem Lehrstuhl für Statik dann ein Posten als wissenschaftlicher Mitarbeiter frei geworden. Strohmeier hatte diese Statik und diese Berechnungen vorher alles sehr vernachlässigt, weil es für seinen künstlerischen Geist eben so diese nervigen Hilfsarbeiten gewesen sind. Hat sich das dann in kürzester Zeit erarbeitet und konnte dann den Professor eben überzeugen. Allerdings überzeugt er weniger mit seinem Wissen über Statik. Viel wichtiger ist, Stroh kann Cello spielen. Der Professor für Statik sucht nämlich noch einen Cellisten für sein Streichquartett. Strohmeier bekommt den Job. Auch in späteren Jahren widmet er sich immer wieder der Musik. Er findet sogar eine eigene Notenschrift. Die gängige Schrift ist ihm, dem Mann der Mathematik, viel zu verschnörkelt. Für den Musikliebhaber, sage ich mal, der jetzt die normale Notenschrift gewohnt ist, ist es vielleicht ein bisschen zu abstrakt. Aber mir wurde auch schon gesagt, dass er da seiner Zeit schon voraus gewesen ist, auch eben gerade was jetzt auch Computertechnik angeht. Tatsächlich, noch heute gleicht die Notenschreibweise in Computerprogrammen der von Strohmeier. Und alles beginnt mit seinem Lieblingsinstrument. Das ist übrigens schon über 100 Jahre alt, als Stroh es bekommt. Zuvor gehört es seinem Onkel, davor seinem Großvater. Stolze 230 Jahre hat das Stück heute also schon auf dem Buckel und so einiges erlebt. Während des Zweiten Weltkriegs übersteht es sogar einen Bombeneinschlag, der das Cello beinahe komplett zerstört. Zum Glück lässt Strohmeier es restaurieren. Musik, seine erste und letzte Liebe.